In dieser Übung zeige ich dir die Arbeit mit Tabulatoren und Einzügen. Wenn du die Materialien entpackst, hast du die Übungen mit den entsprechenden Lösungen als PDF vor dir. Öffnen wir mal die erste Übung und in der Lösung siehst du, dass da in dieser Liste alles sauber untereinander angeordnet ist. Die Wörter hier linksbündig, während die Preise eben auf den Dezimalpunkt ausgerichtet sind. Das wollen wir nun in dieser Word-Datei tun. Es wurde schon versucht, wie du siehst. Ich mache es ein bisschen größer. Ganz wichtig jetzt bei dieser Übung ist, dass du diese Steuerzeichen oder die nicht druckbaren Zeichen einblendest und du siehst, all diese Einrückungen, die wurden mit Leerschlägen gemacht, was nicht unbedingt günstig ist. Es sieht nicht allzu schlecht aus, aber zum Beispiel diese Barbara müsste man zumindest mit einem weiteren Leerschlag noch etwas besser ausrichten. Es wird allerdings nie genau stimmen. Um einen Millimeter oder einen halben wird es immer verschoben sein. Außerdem hast du das Problem mit diesen Leerschlägen, dass eben alle folgenden Zeichen auch verschoben werden und dass das so zu ganz hässlichen Verzerrungen im Text kommen kann. Stattdessen arbeiten wir mit sogenannten Tabulatoren. Bevor wir uns jetzt in die Arbeit stürzen, noch ein wichtiger Hinweis auf die Einstellungen unter Word, Einstellungen, Autokorrektur. Ist ganz wichtig, dass du hier mit Tab- und Rückschritt-Taste Absatzeinzug ändern, keine Markierung setzt. Das muss also deaktiviert sein. Und jetzt sind wir gerüstet. Ich überfahre alle diese Leerschläge und klicke stattdessen auf die sogenannte Tabulator-Taste. Und du siehst, dieses Zeichen für den Tabulatorschlag, dieser Pfeil, wird eingeblendet. Das mache ich nun für alle diese Leerschläge, genauso im Kopfbereich. So, ich bin nun soweit und du sagst zu Recht, dass ja das jetzt auch nicht viel besser sei als vorher. Nun, es beginnt auch erst wirklich, und zwar indem wir eben diese Tabulatoren setzen. Das sind also Markierungen, an denen sich der Text ausrichten soll. Die verschiedenen Typen von Tabulatoren wählst du hier in der linken oberen Ecke aus. Der erste soll ein rechtsbündiger Tabulator sein. Ich wähle ihn aus, damit dieses neue Symbol hier in der Ecke erscheint. Jetzt wähle ich den ganzen Text aus, der eben so formatiert werden soll. Und jetzt klicke ich an die Stelle, wo dieser Tabulator gesetzt werden soll. Vielleicht etwa bei einem Zentimeter. Und du siehst, alle Zahlen werden hier schon mal ausgerichtet. Als nächsten Tabulator setzen wir einen linksbündigen bei 3,5 cm. Dann kommt ein sogenannter dezimaler Tabulator bei 8 cm. Ich klicke also immer direkt in den Lineal hinein. Dann wiederum bei 12 ein zentrierter. Bei 13 ein Balken und bei 14 erneut ein linksbündiger. So, und du siehst, das hat jetzt schon recht gut geklappt. Ich habe hier offenbar ein bisschen unvollständig gearbeitet. Die Zahl ist noch nicht richtig ausgerichtet, da hat es noch einen Leerschlag zu viel gehabt und jetzt stimmt es eigentlich mehr oder weniger. Das Total kommt natürlich auch wieder unter die Zahlen, da braucht es noch einen weiteren Tabulatorschlag, damit der sich wieder hier unter den Preisen anordnet und allenfalls müssen wir hier im oberen Bereich noch etwas die Tabulatoren ändern, nur für diese Zeile hier den Preis. Den kann ich noch etwas nach drüben ziehen und jetzt sieht es doch recht hübsch aus.
Du siehst aber, diese Liste ist gar nicht vollständig. Deshalb bitte ich dich, die Lösung anzuschauen und die entsprechenden Inhalte noch zu ergänzen. Also viertens wäre Bratwürste ebenfalls wieder ein Tabulatorschlag und so weiter und so fort.